Moinsens und Servus und willkommen zurück bei Riesen. Zeit, Gula zu flambieren. Let's go. What? Geben, Junge. Aua. Junge, die Drecksviecher, ne? Die Drecksviecher. Hatte ich nicht Full Life? Nee, mach dir Full Life. Komm schon, scheiß drauf. Pack den weg. Ich weiß, es ist Waste, aber sonst macht das keinen Sinn gegen die. Leco mio, Alter. Junge! Die sind auch so wendige Bastarde, ne? Mann, 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 Mann. Boah, geil. Jetzt wieder ganzes Leben verlieren. Gar keinen Bock. Ganzes Mana, meine ich. Oh, das wird, ja, stimmt. Es wird ja schon wieder Abend. Waren hier nicht mehrere? Ja. Mehr, du Missgeburt. Junge! Wo bin ich? Lass dich nicht hier übers Kreuz jagen. Legen, whatever. Haben wir noch Heukring hier im Haus? Oh. Nehmen wir die Nummer 6. Oh ja, das ist deutlich besser. Die müssen nämlich auch weg. Ich hoffe mal, das war's jetzt, ey. Ich kann die Biester nicht leiden, beim Tod nicht. What? What the fuck? Boah, ich hasse, wenn Games das machen, ne? Ich liebe es, meine ich. Wenn sie dir so offensichtliche Hardcore-Level anzeigen, lol. Die eigentlich nicht für dich gedacht sind. Lol, 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 lol. Aber sie trotzdem dann so sagen, ja, fuck it. Versuch's doch mal. Wenn ich da schon Lava und so einen Bums sehe, ne? Junge, was machst du denn? Lauf weg! Lol. So, dich mache ich so. Mehr, was hast du da für eine Waffe? Irgendein Drecksäbel, ey. Was ist eigentlich mit dem anderen hier? Ja. Mit deinem Kollegen, ey. Der hat sich wieder verzogen, ha? So. Einfach eiskalt einen Säbel hat der Typ, ey. Achso, so heftig ist der gar nicht. Mann, 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 Mann. Der hat sich wieder verpest, oder? War ja klar. Pisst er sich einfach, ey. Yo. What? Boah, voll in die Fresse. Bleib doch mal stehen hier. Ja. Ah.
So, bam, gekontert. Easy. So, womit haben wir es hier eigentlich zu tun? Machen wir mal Fackel an. Die werden wir gleich wieder wegschmeißen, aber YOLO. Fackel. So. Was geht hier überhaupt ab? Was liegt da? Ein Bernstein. Cool. Witz erzählen? Was war das? Egal. Wie bitte? Ach, als Rune. Nice. Und Licht? Wo habe ich Lichtzauber eigentlich her? Lag das hier auch noch? Ich gehe mal davon aus, das war das andere, was ich mir gegönnt habe. Alter, das ist lit. Lichtzauber ist komplett lit, weil damit haben wir jetzt forever Ressourcen für Licht und so ein Bums. Nice, dass man die überhaupt alle finden kann. Und da geht die Fackel schon wieder aus, weil sie wusste, sie hat ihren Zweck verloren. Amenakoi. War doch keine Lava, das sah nur so aus wegen Rezeptur. Aber schon heftiger Loot jetzt dafür. Was für eine Rezeptur hier. Schon wieder zwei Verstärke. Ey, warum habe ich das eingekauft? Wo kriege ich denn diese Gewürzbeutel her? Das hat heilende Wirkung. Okay. Ich brauche Gewürzbeutel diese unbedingt, weil es wäre natürlich auch geil, diese Rezepte zu machen. Okay, nice. Das war eigentlich hier genau, was ich wissen wollte. Und das direkt vor der Stadt. Mai, oh Mai, oh Mai. Oder wollen wir uns zum Don einfach hinporten? Komm, wir porten uns, glaube ich, zum Don hin. Ne? Da gibt's unterwegs gibt's eigentlich nichts, was ich mehr, you know, so, wo ich noch nicht war, glaube ich. Ich überlege, aber ich glaube echt nicht. Wo ist die? Der Teleportstein. Don. Dann gehen wir auch pennen beim Don am besten. Weil ich glaube, die Hütte von Broga müsste ja free sein, ne? Wo auch immer der ist. Gibt's was Wichtiges? Ja, juckt. Das ist eine Mine. So. Dann gehen wir zu Patty, weil wir haben ja alle Gräber gefunden, so ziemlich, glaube ich, ne? Müsste eigentlich so sein. Jawohl, ja. Alter, wo kriege ich diesen Drecksgewürzbeutel her? Mann, oh Mann, oh Mann. Hallo. Das ist zu riskant. Ja, ja. Lass uns handeln. Lass uns handeln. Habe ich alles, was der hat, oder habe ich nicht alles, was der hat? Weil ich weiß nicht, ob ich alle Kieferzange, Kiefermeißel. Das Ding habe ich noch nicht. Gib mal. Und Flügelschere habe ich auch noch nicht. Na, sowas. Kann ich hier doppelten Kram verkaufen. Stabiler Ast, er ist stabil. So. Hatte ich wohl noch nicht alle Jagdwerkzeuge. Ja, Fincher, zu deiner Ostruine muss ich auch noch hin, ne? Ja. Bin nicht gut genug. Oh, nee, ne? Willst du mich flachsen? Wer bist du denn eigentlich? Hironga? Mach keinen Ärger, Freundchen, sonst wirst du Patty niemals wiedersehen. Na, großartig. Noch einer von der Sorte. Hier muss irgendwo ein Nest sein. Romanov will dich sehen. Er wartet auf dich an der Westküste. Komm mit.
Was habt ihr gemacht? Was habt ihr mit Patty gemacht? Ja, das würdest du gerne wissen, was? Aber von mir wirst du nichts erfahren. Entweder du kommst jetzt mit oder du kannst das Weib vergessen. Na los. Na gut, dann geh schon. Ich folge dir. Ja, aber beeil dich. Ich werde nicht auf dich warten. Jetzt lauf schon und halt die Klappe. Los geht's. Och nee, ne? Patty, was machst du nur? Romanov wird langsam aber immer nerviger, ey. Ich glaub, der dreht sein eigenes Süppchen da. An der Westküste, so. Also wieder hier unten, ne? Ah ja, unten am Strand wahrscheinlich. Den wir schon mal ausgehebelt haben. Was geht? Mach dich nützlich. Was machst du hier oben eigentlich? Solltest du nicht unten sein? Ich sag ja, Vasili ist der korrekteste von den Boys. Ericsson und der Typ, na, ich weiß nicht. La 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 la. So, du bist hier. Damit habe ich meinen Job erledigt. Ja, hast du fein gemacht. Dein Herrchen wird stolz auf dich sein. Ehre. Schnauze halten! Romanov erwartet dich oben im Nordwesten, ganz am Ende der Westküste. Folge einfach diesem Weg durch die Ruinen und du wirst ihn finden. Wie jetzt? Du bleibst hier? Ich habe hier noch was zu erledigen. Ich werde später nachkommen. Wäre besser für dich, wenn du Romanov nicht warten lässt. Also beweg dich! Mhm. Was zu tun, hä? Doktor, spiel ich mit Vasili, hä? Ihr Kids, Ihr werdet doch alle nur benutzt in eurem Leben, ey. So. Na gut, dass wir hier auch alles geklärt haben. Beziehungsweise nicht komplett, weil da in die Höhle ging es ja in den Vulkan hinein oder so, ne? Das war auch crank mit der fucking Aschenbestie und so. Nope. Fettes Nope.jpg. Was man nix so alles für eine Kristallscheibe tut, ne? Es waren ja hier zwei untote Burgherren, ne? Den Rest müssen wir auf dem Rest der Insel finden. Nichts. Normal, ich habe ja hier überall gute Arbeit geleistet. Das war richtig Ehrenaktion mit Vasili, Junge. Wir haben hier alles geklärt. Wir haben ja komplett den Laden hier auseinandergenommen. Ja, wo sind jetzt alle? Sollte doch zum Strand gehen. Oder meinen die den Strand da vorne? Hallo. Wo war das denn? Ach so! Ach, er hat nichts vom Strand erzählt, sondern nur an der Westseite. Okay, da muss ich wieder hoch. Dann sind die wohl bei der Ruine. Ich Dulli. Da war ja auch dieses Tor bei der Ruine. Ich erinnere mich, ne? Könnte das der Zugang sein? Und ich latsche hier runter, ey. Mei, oh mei, oh mei, oh mei.
Na dann wieder hoch mit dir. X. Ja. Wo ist es doch, ihr Spinner hier? Wo ist Paddy? Ich sehe sie nicht. Was soll das, Mann? Hey du, komm mal her, mein Freund. Wir müssen uns mal miteinander unterhalten. Was soll denn das jetzt werden? Ein Hinterhalt? Lass mich raten, du tötest mich jetzt, nimmst mir Stahlbarts Hinweise ab und hebst den großen Schatz, ja? Lass den Quatsch. Du weißt ganz genau, dass ich das nicht kann. Ach was, warum nicht? Patty und du seid die Einzigen, die diesen verdammten Fluch von Kapitän Stahlbart bannen können. Dieses Teufelsweib hat sich schon geweigert, mit uns zu kooperieren. Jetzt hängt alles von dir ab. Wo ist sie? Was hast du mit Patty gemacht? Sie ist an einem sicheren Ort, wo sie über ihre Drohungen, die sie mir entgegengeschleudert hat, gründlich nachdenken kann. Ja, klingt ganz nach ihr. Es liegt ganz an dir, ob sie das Tageslicht jemals wiedersehen wird. Was mich angeht, habe ich keine Skrupel, sie dort verrotten zu lassen. Ich hoffe, wir verstehen uns. Wow. Was ist Stahlbarts Fluch, bitteschön? Stahlbarts Fluch? Was soll das sein? Stell dich nicht dümmer, als du bist. Ich habe schon einen meiner Männer bei dem Versuch, den Schatz zu heben, verloren. Stahlbart, der Mistkerl, hat seinen Schatz mit irgendeiner tödlichen Teufelei gesichert. Keiner meiner Leute traut sich auch nur einen Fuß da reinzusetzen. Tja, aber das müssen sie ja auch nicht. Wir haben ja dich, nicht wahr? Mach es kurz. Nee, was erwartest du von mir? Was genau erwartest du jetzt von mir? Also, du hast jetzt die Wahl. Entweder du gehst in die Höhle und bringst mir, was ich haben will, oder du wirst Patty nicht wiedersehen. So einfach ist das. Aha. Patty ist mir egal, wir machen halbe-halbe. Nein. Patty ist doch eine Sweete. Ja, wir machen das. Ich bring dir den Schatz und lässt Patty frei. Ich bring dir Stahlbarts Schatz und du lässt Patty frei. Wie ergreifend. Sie hat ja wohl den Kopf verdreht, was? Aber naja. Ich habe das auch nicht anders erwartet. Gut. Abgemacht. Bring mir, was ich haben will und du sollst das Teufelsweib haben. Aber beeil dich. Wenn das Ganze zu lange dauert, werde ich mir die ganze Sache vielleicht doch noch anders überlegen. Und jetzt geh. Ich werde hier auf dich warten. Wolltest du was? Ich will es nicht hören. Oh nein, Vasili, why? Ist was? So, Stahlbarts Fluch. Pigan. Machen wir uns mal ein Lichtchen hier. Das ist nicht nötig. Warum nicht? Hier ist alles nötig. Das ist nicht nötig. Hä? Das ist nicht nötig. Sowas wie es ist nicht nötig gibt es nicht, du. Keine Ahnung, was jetzt mit ihm ist. Aber ich kann doch wohl einen Lichtzauber machen. Hier, so ein. Das ist nicht nötig. Nee, auch nicht. What the fuck? Steinplatte. So, der ist an diese Truhe gegangen und ist insta verreckt. Wollen wir das auch mal ausprobieren? Wie das aussieht. Gleich. Sie sind vergiftet oder irgend so ein Shit. Ja, ja. Spiel laden. Last one. Vielleicht kann ich jetzt Licht machen oder kann er... Vielleicht macht er wirklich nur kein Licht, wenn es nicht dunkel ist oder so. Das ist komplett bescheuert. In Gothic konntest du immer ein Licht anmachen, wenn du Bock drauf hattest. Da konntest du ein Licht am helllichten Tage auf Malle dir anzünden per Zauber. Aber hier... Ja, okay. Irgendwas Bug. Och, nee, ne? Nee, ne? Ja, fuck you too. Ja, komm doch her hier. Oh, ich hab den Vorteil, dass die keine Ahnung von Jumpen und sonst was haben. Von Tuten und Blasen keine Ahnung, ey. So, und du da hinten bist der Nächste. Komm her, du. Du Gollum, ey. Ich mach dich alle. Oh, Junge, da duckt er sich auch noch. Nicht mehr genug Mana. Lecco mio. So. Oh yeah.
Ich glaube, um welche Truhe es sich handelt, das steht in den Aufzeichnungen, ne? Warum bist du eigentlich hier gestorben, Balturo? Jetzt graben wir hier erstmal aus, da sind ja noch mehr drin. Es müssten 5 sein. Stimmt, in den Gräbern waren ja nie... Eigentlich war in gar keinem Grab was. Er hat einfach zu jedem namenlosen Grab eins gemacht mit dem Hinweis, oder hat er ein Grab extra mit den Truhen gemacht? Also er hat doppelt 5 Gräber irgendwo vergraben. Richtiger Pirat, ey. Klischee-Pirat, ey. Muss ich jetzt 3-mal, nee, sogar 4-mal... Oh, geil. Hier ist was vergraben. Na dann. Dann gucken wir mal, dass wir das schnell hinter uns bringen, ey. Oh. Währenddessen können wir uns Gedanken machen, wann... So, next one. Hier ist was vergraben. Warum ist eigentlich dieses Ding? Was laber ich? Warum ist die eine Truhe einfach im anderen Raum? Warum sind nicht alle 5 hier drin? I don't quite get it. Na komm, mach hin. Das ist doch nicht zu lang. So, sehr gut. Und dann machen wir eh eine Mene Mu hinterher. So, eine fehlt noch. Hier. Let's go. Hier ist was vergraben. Ja, nochmal. Do it. Do it. Just do it. Okay. Also, wir wissen auf jeden Fall, die Truhe da hinten, die ist es schon mal nicht. So, mach neues Licht. Sehr gut. Dillingers Truhe. Korgans Truhe. Barnabas Truhe. Fergolds Truhe. Ist hier noch einer? So enden wir alle mal. Egal. So, wir gehen jetzt mal die Notizen durch. Brief von Captain Stahlbart. Meuterer 1. Bulbar war der letzte von ihnen. Am Ende musste ich 6 Gräber ausheben. 5 für die Meuterer und 1 für den Schatz. Echt? Ruhe in Frieden. Hier ist noch einer? Nee, oder? Oh ja, stimmt. Junge, willst du mich flachsen? Oh, 6 Gräber, okay. Und er hat seine Meuterer dafür mit vergraben, wie geil. Also doch, 5 namenlose Gräber für 5 Meuterer und in einem 6., wo der Schatz drin ist. Geil. Wo kommt man hier eigentlich hin? Warum kann man hier klettern? Was gibt's hier? Ganz toll. Bulbastruhe. Bulbasaur's Truhe. Nee, lesen wir mal weiter. Okay, Bulbar war der letzte von ihnen. Am Ende musste ich 6 Gräber ausheben. 5 für die Meute, also so weiß ich auch. Ich vergrub 6 Schatztruhen in den Gräbern, aber nur ein Grab enthält mein wertvolles Hab und Gut. Fergold war der schwerste von ihnen. Der Kerl wog so viel wie 2 ausgewachsene Wildschweine. Für die Truhe war da kaum noch Platz. Damit sich auch in Zukunft niemand an meinem Gold zu schaffen macht, stellt dich tödliche Fallen auf, die jeden auf Anhieb töten, der versucht, meine Schatztruhen zu öffnen. Dieser Trick war eigentlich immer Barnabas' Markenzeichen. Dass er einmal selbst das gleiche Schicksal wie seine Opfer erleiden würde, wäre ihm sicher im Traum nicht eingefallen. Nur die eine Truhe ist ungefährlich. Allerdings auch nur, wenn man weiß, welche Truhe es ist und wenn man meinen Dietrich besetzt. Und Taras tut es mir ehrlich gesagt ein wenig leid. Er war ein guter Mann. Wir müssen gucken, von wem wir hier... Wer von denen ist nicht benannt? Auf den Gräber stehen nun Kreuze, die die Namen der Meuterer hatten. Nur seine Grab trägt den Namen eines alten Säufers, den Korgan, den Ashandor einmal ausgeraubt hatte.
heute auch so stolz drauf wäre, ich werde es nie erfahren. So, wir zählen jetzt auf. Bulba. Fergold. Barnabas. Taras. Und Korgan. Der taucht nirgendwo auf. Wollen wir mal ausprobieren? Okay, lass mal probieren. Ich speichere ab. Damn! 900 Gold. Und er hat die Kristallscheibe. 2 von 5 goldenen Kristallscheiben. Tja, jetzt bin ich mal gespannt, was da draußen für eine Story auf uns wartet. So, Kollege. Wie ich sehe, hast du Stahlbart Schatz gefunden. Du gibst mir jetzt, was ich haben will. Und zwar auf der Stelle. Ich fand eine Menge Gold und diese Seekarte. Ja, ich bin ja ein guter Dude, ne? Ja, ich fand eine Menge Gold und diese Seekarte. Das Gold kannst du behalten. Alles, was ich will, ist diese Karte. Gib schon her. Ja. Das ist sie. Ich muss schon sagen, ich bin schwer beeindruckt, mein Junge. Ich hätte schwören können, du würdest in der Höhle genauso draufgehen wie Pigan. Alle Achtung! Jemanden wie dich könnte ich brauchen. Ich arbeite lieber allein. Schade. Na dann, lass dich nicht unterkriegen. Einen Moment mal, wir hatten eine Abmachung. Wo ist Patty? Ha! Du willst diese Furie mit Haaren auf den Zähnen tatsächlich befreien, ja? Es wäre für alle besser, wenn sie bleibt, wo sie jetzt ist. Soll das heißen, dein Wort ist keine müde Goldmünze wert, ja? Verdammt. Natürlich nicht. Ich habe das Weib in der Ruine am Westhang südlich von hier eingesperrt. Mhm. Hier hast du den Schlüssel. So, und ab jetzt gehen wir getrennte Wege. Aber ich warne dich. Ich will weder dich noch Stahlbarts Tochter je wiedersehen. Ich hoffe, wir verstehen uns. Und jetzt geh mir aus den Augen. Tja. Was zum Henker willst du denn noch? Warum das Gold? Warum Stahlbarts Seekarte und nicht das Gold? Was ist dir daran so wichtig? Hör zu. Es sind schon Männer gestorben, die weniger aufdringlich und neugierig waren als du. Aber wenn du es unbedingt wissen willst, die Insel ist nicht der einzige Ort, wo Stahlbart sein Gold vergraben hat. Auf dieser Seekarte ist eingezeichnet, wo. So einfach ist das. Mhm. Und was ist mit Stahlbarts Gold hier auf dieser Insel? Du kannst ja gerne versuchen, deinen Goldkrempel an den Weißen vorbei von der Insel zu schaffen. Ha, ich kann froh sein, wenn ich überhaupt wieder in See stechen kann. Du bist ein pfiffiger Junge, aber manchmal kannst du schon komische Fragen stellen. So, jetzt aber genug. Ich hab zu tun. Und ich denke, du doch auch, oder? Jetzt nicht. Am Westhang. Wahrscheinlich meint er die untere. Betty, ich komme. Die wird so sauer auf mich sein, weil ich die Karte Romanov überlassen habe. Aber es ging um ihr Leben. Wie hätte ich das denn sonst herausbekommen sollen? Ah, ich weiß wohin. Da war ja unten so eine Tür mit Zelle. Ja, dann latschen wir mal schnell hin. Now I get it. Da hinten, Alter. So, Stahlbart ist ein bisschen weit weg von euch, ne? Wolltest du was? Hast du keinen anderen, den du suchst, kannst? Tja. Ich suche, ja, ich suche nach Patty. Doing, doing. Join, join. Ah, ich habe eine Steinplatte, ne? Oh, Text geil. Von magischen Sprüchen. Wie viel Weisheit? 95. Es reicht immer noch nicht. Ich will Level 2 erreichen. Nee. Auf der anderen Seite war das, ne? Yo! No! Alter, wehe. Wehe. Bleib stehen, wo du bist, ey.
Oh, Alter, war das rattenscharf, ey. Ich speichere einfach ab, während ich da in den Abgrund runterfalle. Beziehungsweise nicht runterfalle. Komm runter. Was mache ich hier, ey? Meins. Also, Patty, bevor ich mit dir rede, werde ich hier erstmal nochmal von vorne. Ein bisschen hier gemütlich. Und nochmal. Geschafft. Die Truhen ausräumen. Geil, Skelettbeschwören. So, Patty, was geht? Verdammt nochmal, wo warst du so lang? Freut mich auch, dich zu sehen. Was zum Henker ist passiert? Ich bin Romanov begegnet. Deswegen konnte ich dich überhaupt erst befreien. Was ist mit der Seekarte? Seekarte? Sei doch froh, dass du noch lebst. Aber wenn du so erpicht darauf bist, ich hab sie Romanov gegeben. Du hast was? Bist du denn klar. Von allen guten Geistern verlassen? Verflucht nochmal, ich wusste, dass ich es bereuen würde, mich mit dir einzulassen. Diese dämliche Karte ist dir wichtiger als dein Leben? Diese dämliche Karte ist dir wichtiger als dein Leben? Nein, natürlich nicht. Aber wir müssen sie Romanov unbedingt wieder abnehmen, bevor er wieder über alle Meere verschwunden ist. Auf der Seekarte hat mein Vater sämtliche Stellen markiert, auf denen er sein Gold versteckt hat. Noch mehr Gräber? Auf dieser Insel ist doch nur ein Teil vergraben. Die wirklich wertvollen Sachen hat er ganz woanders. Andere Inseln, andere Länder. Nochmal langsam. Der große Schatz ist also nichts anderes als ein weiterer Hinweis, ja? Junge, Junge, das muss ich erstmal verdauen. Das kannst du später machen. Wir müssen Romanov aufhalten, bevor er die Insel verlässt. Okay. Na gut, ich werde dir noch ein letztes Mal helfen, weil du es bist. Na gut, ich werde dir noch ein letztes Mal helfen. Okay, pass auf. Romanov hat nur eine Chance, die Insel zu verlassen. Er braucht ein seetüchtiges Schiff. Und soviel ich weiß, gibt es nur einen einzigen Ort, wo er entstehlen kann. Die Hafenstadt. Ich wette mit dir, er will den Tunnel benutzen. Wenn wir uns beeilen, dann können wir ihn vielleicht noch vorher abfahren. Am besten gehst du vor. Ich werde dir folgen. Komm mit. Komm mit. Klar doch. Nice. Finally. So, schaffst du es raus? Ja, easy. So, gut. Dann würde ich sagen, laufen wir mit Patty Richtung Hafenstadt zu Fuß. Yay, das wird ein Spaß. Und fangen Romanov ab. Aber das machen wir alles in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.